Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren LS-Abgabe für Honey Summer. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht mehr zu spät. Ich werde jetzt was ohne Bilder machen, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, das noch zusammenzuschneiden. Und ja, deswegen zeige ich das jetzt so. Das ist Namibia. Namibia wird in Kaltblüter teilnehmen. Sie hat wunderschöne Real Eyes. Stelle das jetzt mal scharf. Da, da soll's. Mein Finger mal. Fokussierkamera. Ja, jetzt sieht man's. Und dieser wunderschön ausgefranst, hat ein rosa Maul, schöne detaillierte Hufen. Unten drunter hat sie sogar so Hufeisen, artig. Ja. Hat schöne Schattierungen. Hier eine braune Strähne und hinten auch. Am Bauch ist eine kleine Unterschrift. Dann zeige ich euch das mal so. Und ja, das ist Namibia, sie nimmt den Kaltblüter teil. Kommen wir jetzt zu meinen weiteren Pferden. Das ist Ayana. Ayana ist ein Rohanschecke. Sie wird in Indianerpferde teilnehmen. Sie hat eine wunderschön ausgefranste Schickung. Sie glänzt jetzt etwas, finde ich nicht so toll. Aber das kommt auch durch das Licht. Wunderschön ausgefranst, auch eine wunderschön ausgefranste Blässe. Die ist auch total süß. Sie hat auch Real Eyes. Auch ziemlich schöne. Von vorne einmal. Und dann hat sie halt überall ausgefranst, detailliert gemachte Hufe. Eine kleine Unterschrift am Bauch. Ayana bedeutet, Ayana war irgendeine Blume, ich glaube. Irgendeine Wildblüte, eine Indianerblume, auch ein indianischer Name. Und ja, das Ayana, sie nimmt an Indianerpferde teil. Kommen wir zu Nodin. Nodin ist auch ein Indianername. Nodin ist, ich glaube, ein Wind oder sowas. Weil er so schnell ist und den habe ich so genannt, weil er so schön rennt. Ach so, genau. Was ich noch dazu sagen sollte, Namibia ist von Tanja Mechnik, die habe ich gekauft. Ayana ist von mir und Nodin ist von der lieben Schleichsammler. Mal scharf stellen. Er hat auch wunderschöne Real Eyes. Ein braunes Auge und hier ist ein blaues Auge. Und auch eine total schöne Schickung. Ich liebe diese Schickung. Die ist toll. Auch schöne Hufen. Hier auch schön detailliert. Und Nodi nimmt auch in Indianerpferde teil. Dann kommen wir zu Calimera. Calimera ist ein Grullo Pinto, ziemlich dunkler Grullo, sieht halt aus wie so eine, ja, ist fast ein dunkelbrauner oder. Aber sie hat hier so, vielleicht sieht man's. Sie hat so kleine Zebrastreifen an den Beinen, die sieht man halt sonst nicht, weil da so eine Schäckung drüber ist. Aber sie hat halt eine schöne Schäckung. Hier hinten ist auch so eine verwischte Strähne im Schweif. Sie hat hier auch so Frostings, das heißt hellere und dunklere Strähnen in der Mähne. Die Schäckung ist auch schön ausgefranst. Detaillierte Hufen, Real Eyes, Glossy. Eigentlich haben alle meine Dings geglosste Real Eyes. Und auch ein blaues Auge. Ich finde, ich liebe ihre Real Eyes. Die sind richtig, richtig toll geworden. Und dann hier nochmal. Und ja, das ist meine Calimera. Sie nimmt dann auch in Indianerpferde teil. Dann kommen wir zum letzten Mitglied. Little Vegas. Vielleicht darf sie teilnehmen, vielleicht aber auch nicht. Weil sie hat halt eingeflochtene Zöpfe, aber auch Indianerpferde haben ja manchmal so geflochtene Zöpfe. Sie hat halt auch ein braunes Ölei, Glossy, und ein
blaues Real Eye geglosst. Sie ist ein Graurappe mit detailliert gemachten Hufen, einer wunderschön ausgefransten Scheckung. Hier ist so ein kleiner Fleck. Und hier am Bauch ist auch nochmal ein kleiner Fleck. Sie hat eine Unterschrift auf dem Bauch. Hier ist, zieht sich der Fleck so rüber. Und ich liebe sie einfach. Und Little Vegas nimmt dann halt auch an Indianerpferde teil. Falls sie mitmachen darf. Und das waren dann die 5 Pferde, die ich starten lasse. Ich hoffe, sie gefallen dir und ich kann gut abschneiden. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und besonders dir. Bye bye.